In der Fraktionsrunde waren wir jetzt durch, aber die Dissidenten wollen einen zweiten Wortbeitrag. Ich bin gespannt, ob die Fraktion diesmal zusammenhält oder ob wieder einer eigenmächtig vorgeprescht ist. Herr Dr. Schulte-Wissermann, bitte. Sehr geehrter erster Bürgermeister, wir sind eine untrennbare Einheit. Wie gesagt, die Fraktion der Aussätzigen und Verrückten, immer schon Max Aschenbachs Ziel, jetzt ist es Realität geworden. Ich wollte nur auf zwei Sachen hinweisen. Diese Straßenkunst-Thematik, die kommt ja quasi regelmäßig, einmal im Jahr mindestens. Und sie wird auch nächstes Jahr wieder kommen, bin ich mir relativ sicher. Ich will sie nicht langweilen, aber zwei Sachen möchte ich doch noch herausstellen, denn sie sind noch nicht gesagt worden. Ich halte sie dennoch für wichtig. Wir erinnern uns noch alle in Corona-Zeiten, da hatten wir diese Kulturinseln. Und da haben wir, ich habe es vergessen, aber irgendwie Hunderttausende von Euro ausgegeben, um so Kulturinseln zu betreiben, wo dann Musik gespielt wurde. Das war ja auch alles richtig. Aber worauf ich hinaus will, ist, Straßenkunst, Herr Tasso hat es schon so ein bisschen angedeutet, Straßenkunst hat natürlich einen monetären Wert, für den wir in Dresden aber nichts bezahlen müssen. Stellen Sie sich mal vor, wir müssten all die ganzen KünstlerInnen irgendwie bezahlen. 50 Euro halbe Stunde, 100 Euro eine Stunde, das ist dann so Mindestlohn, würde ich mal behaupten, für solche Leistungen. Die bringen ja auch noch was mit, ne, mit ihren eigenen Strom, ihre eigenen Musikinstrumente. Straßenkunst ist ein monetärer Wert und der die Besuchenden hier in Dresden, ich denke mal, im Wesentlichen erfreut, weil sonst hätten wir ja von Touristinnen und Touristen irgendwie Beschwerden, haben wir ja nie. So. Also, wenn man Straßenkunst behindert, behindert man halt natürlich auch diese eigentlich sehr, sehr guten, auch werbetechnisch guten Dinge für Dresden. Der zweite Punkt, auf den ich hinweisen will, ist, dass natürlich die StraßenkünstlerInnen, dass die, wenn die jetzt von außerhalb herkommen, viele ziehen ja über ganz Europa oder die ganze Welt, dass die natürlich auch BotschafterInnen sind. Ja? Also wenn die gut behandelt werden, dann werden sie sagen, ja, geht doch mal nach Dresden, das ist cool, das ist schön. Die erzählen dann auch ihren Freunden und Freundinnen davon, die vielleicht jetzt nicht Straßenkünstler sind, sondern die einen Studienplatz suchen oder einfach einen schönen Platz, wo man mal Urlaub macht, wo man da hängen bleibt. Und wir wollen ja doch Menschen, die dazukommen und unsere Stadt bereichern. Und ich erzähle mal eine Geschichte. Vor ungefähr 6, 7 Jahren hatte ich mit einem zusammen Demo für Straßenkunst auf dem Neumarkt angemeldet, so von 12 bis 17 Uhr. Und wir waren gerade fertig um 17 Uhr. Da kamen aus Richtung Bahnhof 4 junge Personen, alle Rucksack auf, große, so eine Beatbox dabei. Da haben sie sich die Turnschuhe angezogen, haben die Beatbox angemacht und haben wirklich fantastisch Breakdance-Vorführungen gemacht. Es war wirklich klasse. Aber wir waren ja von der Demo noch und dann hat eben jener besagte Seifenblasenkünstler ist dann dahin gegangen, hat ihnen gesagt, dass das, was sie gerade machen, halt nicht erlaubt ist und hat ihnen erzählt, was passieren könnte, wenn sie halt vielleicht Pech haben. Naja, es war 17 Uhr, die sind instantan aufgestanden, haben alle ihre Sachen gepackt, haben gesagt, naja, wenn wir jetzt zum Bahnhof gehen, sind wir noch rechtzeitig in Breslau. So. Und ich glaube nicht, dass die 4 jetzt seitdem in den letzten 7 Jahren irgendwie positiv von Dresden geredet haben. Die haben wahrscheinlich gesagt, ach nee, braucht ihr nie hinfahren, fahrt mal gleich nach Dresden oder fahrt durch bis nach Berlin oder nach Prag, aber Hauptsache nicht nach Dresden. Mein Punkt ist, Straßenkunst ist ein Wert, wir sollten sie hegen, wir sollten sie pflegen und sollten nicht der Straßenkunst Steine in den Weg legen. Dankeschön.